sollst du! Da bist du ja. Hast du das Geld? Ja. Reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man dich seekrank. Bereit zum Ablegen? Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Leinen los!
Chris konnte Geralt nicht helfen. Sie schickte ihn zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Schon die neuen Schankmädel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Alles dralle Weibsbilder aus Gegenden, die von Nilfgaard besetzt sind. Dann braucht man sicher jemanden, der sich in Novigrad auskennt. Hast du Gedanken gelesen? Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also? Wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Hey, grauer Ritter, brauchst du einen Knappen?
Hey! Larvik! Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Oder... Moment mal. Ewiges Feuer, beschütze mich. Möge die Macht des ewigen Feuers mit dir sein. Der Schlechter von Blaviken. Feiern oder Finsternis rein. Überall Finsternis um mich herum. Wirst du diesen Trankenwald morgen wiedersehen? Und jetzt? Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen. Du bist Chase. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Ordnung muss sein. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Sperrangel weit offen. Interessant. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Alte Schachteln mächtig kackte, den Hut sie an der Krempe packte.
was mich an Morvigrad am meisten stört? Ich hatte auch einen Leib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Die Stufen sind zu hoch. Die Stühle zu schmal, die Bierhumpen zu klein und die Weiber zu groß. Und wenn ich auf der Straße gehe, glotze ich immer jemandem auf den Arsch. Das stört mich gar nicht so. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Schlechte Idee. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich verschone dich, aber du musst mir dafür helfen. Du musst jemandes Gestalt annehmen. Die von Caleb Menge. Du musst zur Tempelinsel segeln und... Was? Das mache ich nicht. Niemals. Töte mich lieber gleich und erspar mir die Folter durch Menge. Schon gut. Hör nur auf zu stehlen, sonst foltere ich dich selbst. Jetzt verschwinde. Brauchst du einen Knappen? Mittagserscheinung. Was suchst du, mein Freund? Kräuter. Schrecklichen Geruch. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine, sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Deine schiere Anwesenheit ist eine Beleidigung, Miss.
Dir, ewiges Feuer, überantworte ich meine Seele. Verflucht! Ich habe ihm gesagt, er soll seinen Arsch nicht hintragen, wo er ihn zu suchen hat. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als Leprakranker ein gutes Einkommen. Aber im nächsten Augenblick war ich pleite. Ohne Einkommen für mein Leben. Was für? Rennt mit diesem verbiesterten Gesicht durch die Gegend und ängstigt anständig? Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Au! Ja? Ja? Oh, hab aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Thank you.
Was ist denn los? Sie! Hey, warte! Der graue Blödian! Schnappt ihn! Ich will dich abschlachten wie den Hund! Hört endlich auf! Komm schon, komm näher! Bitte, überlasst ihn mir! Er hext gerade. Oh, der muss. Stopp! Ring ist zu Ende. Umzingelt ihn! Wir können ihn nicht umbringen! Scheiße! Ich werde dich abschlachten wie den Hund. Ich bin umgebracht. Er hext gerade. Hört endlich auf mit seinem Schwert! Ausgeplündert. Du gehst mir auf die Nerven, grauhaariger Arsch. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Ich schwatze so gerne mit Türstehern. Meistens werden wir uns sogar einig. Aber heute habe ich keine Geduld. Also lasst mich entweder rein oder ich mache euch kalt und lass mich selbst rein. Oh, hörst du den Gockel? Und wie er den Kamm aufbläst.
Kikeriki! Soll ich mir in die Hosen scheißen? Na gut. Nach links! Schlag, verdammt nochmal zu! Mach schon, verdammt nochmal! Komm schon, näher! Haltet euch die Augen zu! Schlachtet die Missgeburt ab! Beruhige dich. Na komm schon. Nochmal. Scheiße. Ach, ich weiß es auch nicht. Weißt du, es ist offensichtlich, dass du dir mal dein... Reißt euch zusammen, Jungs! Komm schon, komm näher! Komm schon, komm näher. Thank you.
Na komm schon. Mama! Stirb, Schwachkopf! Verfluchte Scheiße! Reißt euch zusammen, Jungs! Abschlachten wie einen Hund. Los, auf ihn! Ich jetzt! Haltet euch die Augen zu! Schlagt ihn! Tötet ihn! Du wirst es nie lernen. Umgebracht. Ah! Jetzt links! Links! Abschlachten, den Hund! Euch zusammen, Jungs! Ha! Haltet euch die Augen zu! Na komm schon! Du bist so gut wie tot! Greift ihn von hinten an! Bitte, überlasst ihn mir! Thank you.
Hey, warte! Schnappt ihn! Kopfstoß! Gebt ihm einen Kopfstoß! Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Er spricht Flüche. Komm schon, komm näher! Jetzt geht's rund! Jetzt geht's rund!